Im Laufe des Videos zeige ich euch verschiedene Spots, von denen man einen schönen Blick auf die Skyline hat, um tolle Fotos zu machen, und berücksichtige dabei auch verschiedene Tageszeiten. Also bleibt unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen bei Grab Your Cam. Ich bin der Marc und im heutigen Video geht es darum, das beste Foto der Frankfurter Skyline zu machen. Wie man das anstellt, das erfahrt ihr in diesem Video. Jeder von uns hatte wahrscheinlich schon mal den Traum, gerade nach Filmen aus Amerika, ja, Wolkenkratzer und Hochhäuser irgendwann mal aufnehmen zu wollen. Doch was will man machen, wenn man eben nicht die große Reise nach Übersee antreten kann oder will und man trotzdem diesen Wunsch hegt? Dann ist es halt eine Möglichkeit, sich diese Wolkenkratzer einfach in Deutschland anzuschauen. Frankfurt ist die einzige Stadt in ganz Deutschland, die mir bekannt ist, die eben solche Wolkenkratzer so ein bisschen den Anschein, ja, erwecken, quasi wie in Amerika zu stehen, eben halt in Deutschland zu bieten. Eine total tolle Sache. So hat man die Möglichkeit, sich diesen Traum eben auch kostengünstig zu erfüllen. Doch wie macht man jetzt das beste Foto? Dazu ganz einfache Tipps. Der wohl wichtigste Tipp beim Fotografieren der Skyline ist neben der Wahl des richtigen Spots, wo jeder so sein eigenes Gefühl für haben muss, mit Sicherheit auch die Uhrzeit. Denn die Skyline ist wahrscheinlich das meist fotografierte Motiv in ganz Frankfurt und dementsprechend gibt es davon schon sehr, sehr viele Fotos. Sprich, naja, egal wie gut das Foto wird, es wird nie das einzige herausragende Foto sein. So leid es einem tut. Umso wichtiger ist es, die Skyline eben dann mitzunehmen, wenn es auch fotografisch noch ein bisschen besonderer ist, wo vielleicht noch nicht jeder draußen ist. Deswegen bin ich heute hier zur blauen Stunde. Sprich, noch vor Sonnenaufgang bin ich jetzt an der Skyline, um eben halt möglichst früh nochmal ein ganz spezielles Bild mitzunehmen. Und vielleicht bringt der Sonnenaufgang ja auch noch ein wunderschönes Licht mit sich. So hat man vielleicht die Chance auf ein ganz besonderes Foto. Auch wenn die Skyline ein hart umkämpftes Motiv ist, sollte man trotzdem keine Mühe scheuen, dieses Motiv trotzdem mitzunehmen. Denn es ist wunderschön anzusehen. Vor allen Dingen vor Ort, finde ich, ist es auch einfach ein wahnsinniges Erlebnis. Und man kann natürlich durch die große Vergleichbarkeit zu anderen Fotografen nicht nur sehr viel lernen, sondern natürlich auch seine persönliche Note weiter voranbringen. Und so hat man einen sehr großen Benefit aus diesem Motiv. Vielleicht wart ihr selbst ja auch noch gar nicht hier vor Ort und wollt euch irgendwie auf die Reise vorbereiten und seid am Grübeln. Ja, man sieht es immer wieder auf Bildern, in Videos, die Skyline, schön und gut. Aber welches Equipment braucht man denn dafür? Welches Objektiv, welche Brennweite ist dafür am geeignetsten? Ich muss sagen, ich habe gestern bereits ein paar Fotos gemacht und bin mit einer Brennweite von 24 bis 70 mm am Vollformatsensor sehr gut hingekommen. So hat man eigentlich die Wahl zwischen der Skyline samt Umgebung, also links und rechts vom Main, aber eben auch bei 70 mm, ich sag mal, eine Art Close-Up-Shot nur von der Skyline selbst. Wenn man mit einer höheren Brennweite unterwegs ist, beispielsweise bis 200 mm, dann handelt es sich einfach nur noch um Detail-Shots. Also sprich, man nimmt wirklich nur noch einen Teilausschnitt von dem, was man so mit dem bloßen Auge sieht. Das kann unter Umständen halt auch sehr interessant sein und vor allen Dingen bietet das wieder neue Möglichkeiten. Neue Möglichkeiten sind wahrscheinlich auch die perfekte Überleitung, um andere Spots auszuprobieren. Bislang sind alle Fotos, die ihr jetzt gesehen habt, alle von der Flößerbrücke entstanden. Allerdings gibt es Richtung Skyline noch ein paar Brücken, die da auf dem Weg sind. Ich möchte jetzt gar nicht mal jede einzelne Brücke im Detail irgendwie beleuchten und von jeder Brücke irgendwie Fotos zeigen, sondern vielmehr verschiedene Ansichten euch nochmal näher bringen,
die es auch noch gibt, abseits von dieser einen Brücke. Und ihr werdet sehen, es sind extrem unterschiedliche Sachen mit dabei. Die folgenden zwei Bilder sind auf Höhe der Ignaz-Bubis-Brücke entstanden. Also sprich direkt vor der Flößerbrücke auf der nächstgelegenen Brücke Richtung Skyline. Entlang des Flussufers hat man jederzeit die Möglichkeit, die Skyline mit zu fotografieren. Hier beispielsweise quasi direkt gegenüber. Auch eine wunderschöne Möglichkeit, tolle Fotos zu machen. Alle bisherigen Ansichten der Skyline waren vom Boden aus fotografiert. Nun folgt der Blick von oben. Im Bankenviertel gibt es den Main Tower, ein Hochhaus mitten in der Skyline, welches eine Aussichtsplattform anbietet, auf die man einfach rauf kann, natürlich mit ein bisschen Eintrittsgeld, aber wo man eine wunderschöne Aussicht genießen kann und eben auch tolle Fotos schießen kann. Aus meiner Sicht eine absolute Empfehlung, wenn man vor Ort ist, sollte man sich die Zeit nehmen, da möglichst natürlich zum Sonnenuntergang hinzugehen und diese Zeit einfach zu genießen und das Ganze einfach auf sich wirken zu lassen. Ich habe einige meiner schönsten Fotos von der Skyline genau von dort geschossen. Hier zeige ich euch nochmal ein paar Aufnahmen von dem Dach des Main Towers. Wichtig dabei auch wieder zu beachten, die Uhrzeit. Denn die Fotos verändern sich ziemlich rasant im Zuge der Lichtstimmung. Habt ihr bereits Fotos von der Skyline in Frankfurt gemacht und habt vielleicht noch einen Geheimtipp, den ich noch gar nicht mit auf dem Schirm hatte? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich, das zu lesen, und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank!